So muss das sein. So, oh, und die nächste. So muss das sein, Alter. Alter, und der hat sogar richtig Bock. Erstmal hochdrehen hier. Petri, ihr Lümmels. Ich bin mal wieder hier schön in R4 unterwegs. Und da geht die nächste los. An der alten Festung. Wir haben hier zuletzt Wettangeln gemacht an der alten Festung. Auf Amur und Karpfen. Und da geht es auch schon wieder los. Hier sind sie, die Amure. Und die dicken Dinger, die wollen wir haben. Rausziehen also. Und zack, direkt wieder reinwerfen das Ding. Und weiter probieren. Ich stand vorhin schon einmal kurz hier, habe rumprobiert. Hatte dann allerdings auch noch das Set von gestern Abend dran. Mit Futtermische und allem drum und dran. Beziehungsweise mit PVA und allem drum und dran. Und da habe ich mir gedacht, nee, Alter. Zack, der nächste, Alter. 8 Kilo. Nee, Alter, habe ich mir gedacht, komm, mit PVA zu angeln und so, das ist ja blöd, das machen wir nicht. Erstmal neu gestartet das Game und frisch hier hingerannt und dann nochmal von vorne getestet. Ich meine, ich kann mich ja nicht beklagen, ich hatte hier gerade auf PVA auch eine richtig schön über 5 Kilo fette Schleie dran, Schleientrophy ist auch reingerasselt. Also das ist natürlich nett, nimmt man gerne mit. Aber fairerweise, ohne PVA zu angeln, für alle die, die am Level 12 Gewässer hier an der alten Festung natürlich noch kein PVA verwenden können, aber vielleicht dann doch schon im Grundangeln so weit sind, dass sie mit Pop-Up hier angeln können, da kann man sich natürlich dann auch hier schön schon mal hinstellen und ein bisschen probieren. Aufpassen! Amure, Karpfen und Co., die ballern halt übelst hart rein. Das heißt, nicht hier hinstellen, wenn man so ein 5-Kilo-Setup hat, macht überhaupt keinen Sinn. Man wird absolut kaputt gedrillt oder vielleicht sogar leer gezogen. Und ja, man rennt oder man rennt halt, ne? Man rennt von hier aus. Ne? Hier oben ist die Stelle, man rennt halt die ganze Zeit dem Fisch hinterher. Man verschleißt sein Setup total. Und dann kriegt man am Ende für so einen Fisch irgendwie 10 Silber vielleicht. Das ist natürlich nicht oder steht in keinem Verhältnis. Ne? Also mit einem vernünftigen Setup kann man sich hier hinstellen, wenn man vielleicht die Alpha hat oder die HSV, ist das durchaus möglich. So, jetzt gucken wir mal, was der macht hier. Bimmelt auch direkt schon wieder los. Scheint also auch ein Amur zu sein. Die zappeln ja gerne so lange hier rum. Die kleinen Amure. Ich hatte übrigens gerade eben auch mit den Boilies in der ersten Runde, bevor ich hier neu gestartet habe, komplett nur Schuppenkarpfen. Ganz eigenartig. Im Turnier gestern schwarze Amur, weiße Amur, Schuppenkarpfen, alles dabei. Da stand ich hier allerdings auch mit Doppel-Pop-Up-Boilie. Jetzt, das war der Tipp vom Todde nach dem Stream, der meinte, ja, Alter, oder nach dem Turnier. Ich stand hier die ganze Zeit nur mit den Maiskörnern. Da habe ich mir gedacht, Alter, Maiskörner kann man doch machen. War doch am Bernie auch noch so, vor nicht allzu langer Zeit, schön mit Maiskorn. Und da habe ich dann das Set halt jetzt so eingestellt. Natürlich hier mein Basis-Karpfen-Set. Und dann hier jetzt auf dem dicken, fetten 4-0er Haken hier jetzt Preiselbeere als komplett. Preiselbeer, 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 also auch mit dem Preiselbeer-Dip. 15 Meter weit raus. Dann ist hier beim zweiten, habe ich es einfach kombiniert, Erdbeere mit Preiselbeere mit Preiselbeer-Dip. Und auf der dritten, wer errät's? Erdbeere mit Erdbeere und Erdbeerdip. Also die Varianten, die sind da jetzt drauf, beziehungsweise sind auch drin im Wasser. Und die teste ich jetzt gerade. Also mein erster Test. Alter, der Christoph, ich sehe es gerade, 38 Kilo Timen. Petri, Alten. Schön Brocken, 38,6 Kilo Timen gezogen. Kann man machen, ey.
Apropos, ne, wenn ihr Bock habt hier, der Feierabend-Chat, jede Menge fiege Angler da drin. Und wenn ihr da Fragen habt, natürlich gerne rein und Fragen stellen, beziehungsweise Fragen noch besser im Discord. Der Link zum Discord ist unten drunter, weil bei den paar Zeichen, die man hier eintippen kann, da ist eine Frage beziehungsweise eine komplexe Antwort immer fehl am Platz. Da schreibt man 5, 6 Zeilen und dann schreibt man und auf einmal kommt der Text nicht raus und was nicht alles. Also Fragen vielleicht doch besser ins Discord. Zack, guck mal hier. Der nächste, aber nicht schwer genug. Reingegangen, aber nicht schwer genug. Schöner Schuppi auch. Jawolski, 4,3 Kilo. Jetzt muss ich gerade nochmal schauen. Ich hatte irgendwo, genau, hier hatte ich auf dem 1-0er-Haken ein bisschen runter geändert. Ja, Clip. Ich hatte gerade schon gesagt, 15 Meter weit rausgeworfen. Auch hier natürlich alle drei Routen auf 15 Meter. Guck mal, hier hatte ich gar nicht zugemacht. Alle drei Routen auf 15 Meter eingestellt. Und ja, ganz entspannt einfach mal ein bisschen testen. Ich hatte vorher auch schon einmal hier im Bereich von 12 Metern ungefähr eingestellt. Das ist hier so ungefähr hier, wo diese Lücke ist zwischen dem ganzen Grünzeug. Dann gibt es aber auch einige, die haben im Bereich von da hinten, also ich sag mal, hier ist jetzt so, ja, da so ist jetzt so der 15 Meter Bereich und dann da hinten ist dann eher so schon 17, 18. Also diese drei Bereiche einfach vielleicht mal durchtesten, was bei euch besser funktioniert. Ich hatte auch schon hier in dem Bereich rumprobiert, ging auch. Also ich sag mal, der gesamte Bereich funktioniert. Wahrscheinlich stehen auch einige hier drüben, ist ein anderer Chatbereich. Aber auch hier ist das eigentlich klassisch, wenn man auf Amure geht oder auch auf die Karpfen. Hier dieser Grünbereich, hier angefangen bis hier hoch. Also dieser gesamte Grünbereich auch einfach mal immer wieder ausprobieren. Teste ich auch regelmäßig, wenn ich hier die Brocken haben möchte. So. Jetzt zuppelt's. Ne, zuppelt gerade nicht. Ist nur die Schnur ein bisschen locker gegangen. Ja, im Großen und Ganzen sieht es eigentlich immer so aus. Ich hatte gestern Abend über 25 Kilo hatte ich dran an einzelnen Fischen. Also über 25 Kilo in einem Fisch. Und es wurden auch im Turnier Trophies gefangen. Also es ging ordentlich ab hier auf Amur. Schuppenkarpfen leider noch nicht ganz so große, wäre natürlich auch nochmal interessant. Und wer hier mit Futtermische arbeiten will, natürlich die Futtermische an Erdbeer und Preiselbeer angepasst. Das heißt, wenn ihr da irgendwelche Pellets mit reinschmeißt, natürlich Erdbeerpellets, Preiselbeerpellets und so weiter, alles mit rein. Ich kann da mal eben das PVA nochmal zeigen, welches ich verwendet habe. Das müsste hier sein, genau. Und zwar hier das Größere. Genau, und da haben wir dann auch die ganzen Infos drin. Basis einfach, klar, fürs Karpfenangeln immer ganz gerne Maismehl als Basis. Und dann hier, wie gesagt, die Pellets mit reingehauen. Plus Preiselbeere und dann am Ende hier Erdbeer und Gewürze. Man kann aber auch Preiselbeeren auch noch mit reinmachen hier als Soße. Also da kann man halt so ein bisschen rumprobieren. Erdbeer, Preiselbeer, in dem Bereich klappt das ganz gut. Ich guck mal hier, hatte ich da was anders? Auch da ähnlich, Erdbeer alleine. Also so in diesem Bereich, also ne, Hauptsache man ist von Futter her, auch wenn ihr nur Futterbällchen produziert oder so, vom Futter her ähnlich zu den Ködern, die man quasi dann im Wasser hat. Ganz andere Variante kann ich auch nochmal eben zeigen. Nehmen wir mal die Doppel-Erdbeere hier raus. Die hat gerade am wenigsten gebracht. Ganz andere Variante ist natürlich einmal hier Mais mit Boilie. Und die Variante hatte ich auch im Turnier dran. Das heißt hier mit Preiselbeere 20er Pop-Up mit Erdbeere ebenfalls 20er Pop-Up. Dann machen wir hier mal die Preiselbeere wieder drauf mit Kräutern. Preiselbeere und Kräutermische ist drauf. Und dann auch hier wieder das PVA.
Hoppala. So. Mit Erdbeer. Ja, das wäre jetzt quasi die Variante, die ich im Turnier verwendet habe. PVA schmeiße ich jetzt gerade nicht rein. Ich möchte noch ein bisschen ohne testen. Deswegen mache ich das wieder ab. Einfach noch mal ein bisschen ohne PVA ausprobieren. Ohne jegliche Futtermische. Einfach nur auf Boilies mit Dip. Weil sich das halt auch jeder leisten kann sozusagen, wenn man hier anfängt quasi mit dem Karpfenangeln. Ganz wichtig, bevor ihr hier hingeht, kauft euch die Köder vielleicht vorher. Manche sind schon ausverkauft hier im Shop an der alten Festung. Das heißt, im Idealfall vielleicht vorher schon am Volcho einkaufen gehen und dann mit komplettem Setup hier anreisen und gib ihm. Ja, so viel dazu. Das soll es auch eigentlich schon im Großen und Ganzen gewesen sein. Kurze Info zu dem Spot und was hier so geht. Schwarze Amure sollen auch gehen, auch speziell auf Maiskette. Ich hatte die allerdings auch so ganz normal nebenbei mit drin, auch auf die Boilies. Also Petri, ihr Lümmels, rausziehen die Brocken und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream auf Twitch, montags, mittwochs und freitags. Bis dahin.